Das Titelbild, mit dem das DLR-Magazin Ostern erscheinen wird, zeigt die 30-Meter-Antenne am DLR-Standort in Weilheim. Dieses imposante Forschungsgerät steht für 50 Jahre Institut für Kommunikation und Navigation. Sie werden überrascht sein, wie sehr unser tägliches Leben inzwischen von den Forschungsergebnissen auf diesem Gebiet durchdrungen ist. Der Verkehr, ganz gleich ob auf der Straße, Schiene oder in der Luft, ja selbst auf hoher See, läuft kaum mehr ohne zuverlässige Positions- und Navigationsdaten. Wie praktisch die an sich überwiegend grundlagenorientierte Forschung in Kommunikation und Navigation aussehen kann, erfahren Sie in unserer Reportage Schiffstanz um Helgoland. Ein Seenotkreuzer und ein Schiff der Küstenwache begaben sich in die raue Nordsee und halfen unseren Wissenschaftlern dabei, herauszufinden, wie sich eine solche Umgebung auf die Signalausbreitung auswirkt. Eine wichtige Aussage, wenn beispielsweise größere Datenmengen wie hochauflösende Bilder übertragen werden sollen. Unsere Reporterin und unser Fotograf erwiesen sich als ausgesprochen seefest und brachten eine tolle Geschichte und beeindruckende Bilder mit von dieser Kreuzfahrt der besonderen Art. Um Sicherheit geht es aber nicht nur im maritimen Bereich, sondern auch in der Luftfahrt. Vor allem in Situationen, in denen Vulkanasche den Triebwerken gefährlich werden könnte. In dem einen Fall werden anhand simulierter Aschewolken sichere Flugpfade ermittelt und in dem anderen geht es um Assistenzsysteme für Piloten. Neben dem 50-jährigen Jubiläum des Instituts für Kommunikation und Navigation gibt es in diesem Jahr noch ein zweites. 40 Jahre Energieforschung im DLR. Dazu lesen Sie einen Kommentar von Jürgen Trittin und einen Beitrag, der sich daran erinnert, wie die Erneuerbaren aus der Nische kamen. Das DLR-Magazin 149 erscheint auch wieder in englischer Sprache. Beide Fassungen können Sie online lesen. Oder Sie bestellen sie im Abo und bekommen es bequem nach Hause. Wir wünschen Ihnen nun ein frohes Osterfest und sehen uns hier wieder, wenn Sie mögen, wenn die nächste Magazinausgabe im Juni 2016 erscheint, anlässlich der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung der ILA in Berlin.